Das, meine lieben Leute, passiert mit Leuten, die wirklich absolut nichts anderes machen, als 24 Steven hier zu sitzen und dieses Spiel zu spielen. Ich bin nach 3 gescheiten Tagen Level 22 Prestige fucking 1. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz. Ach ja, 2 bis 3 Waffen habe ich auch nochmal auf Gold gemacht. Kann man mal machen. Ich werde euch einfach nochmal zeigen, wie das Prestige-Symbol im Vollen und Ganzen aussieht. Da seht ihr es. Es ist wunderschön. Ihr seht es natürlich auch noch auf dem Thumbnail, das ist mir schon klar. Man sieht auch schon Prestige-Symbol 2. Aber das erste gefällt mir super. Die Akzente, ja, hier dieses Türkise, dann der geile Ritterhelm. Ich stehe auf Ritterhelme, ihr wisst ganz genau, boah, ich habe 88 Siege, das passt ja perfekt. Ihr wisst ganz genau, ich bin Dark Souls-Freak, ja. Und das ist einfach ein super Emblem. Und ich kann mir vorstellen, die anderen 8 Embleme, weil das sieht auch noch ganz geil aus, werden einfach noch besser. Also, ne? Ist halt einfach so. Und ich werde euch jetzt mal ein Fazit abgeben von dem, was, ja, wie ich so Black Ops 4 finde. Was ist denn das jetzt? Wer bin ich? Ich bin Torque. Warum bin ich Torque? Ich will Seraph spielen. Wo sind denn die Gegner? Die Gegner sind nicht mehr da. Da ist einer. Crash ist hin. Ach, wo da? Ja, natürlich kommt da noch einer. Ist klar. Muss. Was ist das eigentlich für ein Schild? Was bedeutet denn das? Hier laufen verpixelte Priester rum oder was? Sturmpaket. Brauche ich nicht. Hab mein Skill. Nee! Mann, jetzt stirb endlich. Jetzt will mein Laptop ausgehen. Ich glaube, ich hack. Es hackt hier. Ich glaube, ich hack. Ja, auf jeden Fall. Stacheldraht. Das ist wichtig. Ich brauche das für meine Klasse. Bam. Oh, fuck. Ah, ich habe meine 200 Punkte auch bekommen. Nice. Taktische Verstärkung verfügbar. Oh, habe ich den gebumst. Nee, jetzt muss ich nachladen. Fuck you. Ha. Nase gebrochen und dabei ist eigentlich auf dem Bild ein Schädel, der gebrochen ist, aber ist okay. Mando, eine Drohne starten. Du startest keine Drohne, du Arschloch. Ja, und er stirbt natürlich nicht. Warum auch? Ist ja nur eine Rakete, die explodieren kann. Das Schild da oben ist jetzt auch mein... Mann, nee, rette mich doch vorher, Ruin. Oh, jetzt ist Revolverzeit. Jetzt geht's richtig rund her. Zack. Jetzt geht's richtig rund. Mann, Ruin, du Arsch. Oh. Ah, oh, da hab ich wieder nicht getroffen. Als ob, ey. Ausgeschaltet. Black Ops 4 macht mir bisher einfach sehr viel Spaß irgendwie. Also verdammt viel Spaß. Sonst hätte ich es niemals so lang gesuchtet. Ich glaube, es wird in den nächsten 2 Tagen zu Prestige 2 kommen. Dann werde ich auch nochmal ein Video machen, ob sich vielleicht bis dahin meine Laune von dem Spiel ein bisschen verändert hat. Ob ich vielleicht denke, dass die Maps so langsam ausgelutscht sind, aber bisher ist es überhaupt nicht der Fall. Ich freue mich über jede Map. Es war nur einmal der Fall, wo ich nach 2x Seaside mir dachte, na, jetzt nicht nochmal Seaside, und jetzt habt ihr gerade Seaside schon gesehen. Ist ja auch eine Standard-Map gewesen. Aber ansonsten, die Modi sind cool, Team Deathmatch macht verdammt viel Spaß, und das ohne Hardcore. Ich bin normalerweise ein Hardcore-Spieler in Black Ops geworden, weil man da einfach schneller droppt. Aber hier ist das gar kein Problem, hier macht das irgendwie Bock. Hier ist das alles ganz geil wegen dem Heilen auch. Und ich finde, wenn man Hardcore spielt, kommt das Heilsystem halt gar nicht zur Geltung. Und gerade das macht verdammt viel Spaß in meinen Augen. Ich freue mich nur über eine Sache, die noch bald kommt, und zwar keine Supply Drops, sondern eine Art Battle Pass, wie ähnlich es auch in Fortnite der Fall ist, oder auch jetzt mittlerweile in H1Z1. Das bedeutet, man levelt einen anderen... ja, man levelt nicht sich selbst hier als Charakter, man levelt halt seinen Battle Pass. Wahrscheinlich auch durch normales Leveln, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Oder durch Herausforderungen, die man machen muss. Wäre auf jeden Fall auch ziemlich cool, wenn man dadurch dann die Operator mal wechseln muss. Wenn man einen mit Stacheldraht töten muss, auch wenn das ein bisschen schwer ist, meiner Meinung nach. Oder sonstiges. Ich hoffe, dass sie sowas eigentlich nicht machen. An sich wäre es zwar cool,
auf der einen Seite aber auch kompletter Schwachsinn, weil man sowieso nur zwei Operator in einem Team haben kann, die gleich sind. Und wenn dann klassenspezifische Sachen kommen, dann wäre das schon ganz schön harter Bullshit. Aber ich bin einfach mal zuversichtlich, dass dieser Battle Pass geil wird. Ich hoffe auch auf einen Kosmetikshop, weil, sind wir mal ehrlich, Fortnite ist zwar eines der größten und unnötigst gehypten Spiele der Welt, aber der Shop ist fair. Er ist zwar zu viel zu teuer, meiner Meinung nach, aber er ist verdammt fair, weil du halt nichts irgendwie erglücken musst, sag ich jetzt mal. Du musst nichts ziehen. Und das war bei den anderen Call of Duty jetzt der Fall. Und das wollen die nicht mehr machen. Und das finde ich gut. Keine Supply Drops, sondern ein Battle Pass. Und das ist auch nochmal so eine Sache, wenn das alles vor Halloween kommt noch. Und das dauert ja noch ein bisschen. Das dauert ja noch 15 Tage. Jedenfalls im Einstart hier. Dann könnte ich mir vorstellen, dass auch geile Halloween-Skins kommen. Und wenn man mal hier sich auch so anschaut, ja, ich zum Beispiel habe absolut kein Outfit, sonst was, weil ich habe nicht digital gekauft. Ich habe nichts vorbestellt, leider. Also ich hatte vorbestellt, aber habe es mir da noch nicht abgeholt. Ich habe keine Deluxe Edition. Ich habe ganz normal die stinknormale 50 € Edition. Dafür halt 20 € billiger bekommen. Plus Black Ops Pass. Und für alle, die sich jetzt dann denken mit den Battle Pass, wie soll das dann funktionieren? Wird das auch in Seasons aufgeteilt oder wie? Und ja, das ist der Fall. Es wird in Seasons aufgeteilt und für jede Season, die der Black Ops Pass Benutzer hat, also für jeder, der einen Black Ops Pass hat und eine Season startet, der kriegt 10 Stufen immer geschenkt. Das ist schon mal auf jeden Fall auch ein ziemlich geiler Vorteil, den man vorher nicht im Black Ops Pass drinne hatte, der jetzt dazu kommt. Ich habe ihn mir ja geholt, weil ich das Spiel wirklich verdammt gut finde. Es ist meiner Meinung nach wirklich bisher, nach Prestige 1 kann ich das immer noch sagen, das beste Call of Duty, das ich je gespielt habe. MW2 hin oder her, das sind alles Nostalgiker, man soll auch mal ein bisschen auf was Neues eingehen. Black Ops 2 war meine Nostalgie, MW3 war meine absolute Nostalgie, damit habe ich mein erstes Online-Spiel überhaupt gestartet, in allen Spielen, und war mega schlecht. Ich war froh, wenn ich 3 Kills hatte und ja, selbst das würde ich jetzt sagen, Black Ops 4 ist einfach besser. Black Ops 2 war auch cool, okay. Man konnte aber zu krass sprayen und man konnte zu krass dropshotten. Das geht hier beides nicht mehr. Man muss sich selber heilen und das Lootbox-System wird auch nicht mehr wiederkommen. Ich bin mehr als zufrieden mit diesem Spiel. Die einzige Sorge, die ich habe, ist, dass wenn es in Blackout irgendwas Neues gibt oder im Multiplayer, dass ich diese beiden Modi, ja, wie soll ich sagen, der eine spielt dann das mehr, der andere dann das. Und dann kann es sein, dass die Lobbys leer werden. In Multiplayer oder in Blackout. Ich hoffe einfach mal, dass das Spiel sehr viel schneller billiger wird. 50 € ist schon billig genug. Und für mich jedenfalls jetzt. Aber zu Weihnachten gibt es bestimmt viele Leute, die es noch bekommen. Oder die es sich einfach selber schenken. Gibt es ja auch solche Menschen. Und ich glaube, dann geht es erst richtig los mit den vollen Lobbys. Die haben wir jetzt auch, aber sie sind teilweise nicht ganz so voll wie zu Black Ops 2 Zeiten damals. Liegt auch am Battle Royale Modus. Das ist ja mein Problem damit. Aber alles in allem will ich sagen, das Spiel ist cool, die Maps sind cool. Ich habe bisher keine Map, die ich hasse. Mit Icebreaker musste ich halt ein bisschen warm werden, habe ich schon im Stream gesagt. Haha, versteht ihr den Witz? Und ansonsten meine Lieblingsmaps sind immer noch Contraband. Einfach eine ultra gute Map. Die macht mit bei jedem Modus Spaß, wirklich jedem. Selbstherrschaft. Arsenal finde ich ziemlich geil. Gerade bei Suchen zerstecken, ja. Suchen und zerstören finde ich absolut genial, weil wenn man weiß, ah, da öffnet sich eine Tür, da kommt einer durch, dann kann man ihn wegholen. Ja, und dann ansonsten habe ich nichts zu bemängeln. Mal gucken, wie es mit Prestige 2 wird. Dauert ja nicht mehr lange. Haut rein und tschüss.